Ja, ich habe hier drei Dinge für euch vorbereitet, die ihr unbedingt über Erfolg wissen müsst. Drei Dinge, wo du erkennst, dass es diese Schlüsselfaktoren sind, die du vielleicht noch nicht managen kannst, um dich wie eine erfolgreiche Person in einem absolut erfolgreichen Leben zu fühlen. Das Erste, ganz, ganz wichtig, was du unter Erfolg verstehst. Du musst dir sonnenklar werden, was du unter Erfolg verstehst, was für dich Erfolg ist. Und diesen Erfolg darfst du dann auch messen. Weil wenn dir nicht klar ist, dass du erfolgreich bist, dass was du schon Erfolgreiches geschaffen, erschaffen, für dich bekommen hast, wo du schon hingekommen bist, welche Schritte du schon erfolgreich hinter dich gebracht hast, wenn dir das nicht bewusst ist, wenn das in einem Unterbewusstsein nicht klar ist, wirst du dich weiterhin wie jemand fühlen, der nicht erfolgreich ist, weil du deinen Erfolg nicht siehst, nicht wahrnimmst und nicht misst. Und so kommt es auch nicht in deinen Seinszustand, dass du tatsächlich ein erfolgreicher Mensch bist. Und mit Erfolg meine ich nicht nur Erfolg im Business, finanziellen Erfolg, sondern ich meine auch, was sonst für dich wichtig ist, wie weit deine Werte in deinem Leben verkörpert werden, wie weit du die Art und Weise von Beziehungen, von Umfeld, von Erlebnissen lebst. Wie weit bist du schon gekommen? Status quo-Analyse. Wie weit bin ich schon gekommen? Wow, es geht in die Richtung meiner Wünsche. Mein Leben hat sich die ganze Zeit in die Richtung meiner Wünsche entwickelt. Oh mein Gott, ich bin on track. Oh mein Gott, ich gehe in die richtige Richtung. Oh mein Gott, auch wenn sich's manchmal anfühlt wie Stagnation, ist es ein Neuorientieren. Und dein Unterbewusstsein, dein ganzes System muss wissen, dass es in Ordnung ist, immer weiter zu gehen, immer weiter zu wachsen, immer mehr zu wollen. Und zwar im Gegensatz zu solchen Aussagen wie zum Beispiel, du sei nicht so gierig. Bist du denn nie zufrieden? Ist es denn nie genug? Dass für dich das absolut sonnenklar ist, dass Wachstum und Neues zu generieren und kreieren dein wahrhaftiges Sein ist, dass du dazu da bist, dass es in Ordnung ist und dass nichts und niemand dir sagen kann, dass deine Wünsche, dass dein weiteres Wachstum nicht in Ordnung sein soll. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass du dir klar machst, was ist das Nächste, was du ansteuern willst? Was ist das Nächste, was du erleben willst? Wie zeigt sich Erfolg für dich? Diese nächsten Schritte nicht nur zu planen, sondern auch wahrzunehmen, zu kreieren, zu generieren, die Energie in dir zu generieren. Und das ist ein so wichtiger Schritt. Das machen die allerwenigsten. Die allerwenigsten machen, was sie vielleicht schon gelernt haben von Visualisierung oder von Living in the End oder von Feel it, fühl dich rein, sei es, verkörpere es. Viele verwechseln diesen zweiten Schritt. Lebe da drin, lebe in deiner Zukunft, sei schon die Persönlichkeit, die deinen nächsten Lebensschritt, deinen nächsten Lebensabschnitt erlebt. Das bedeutet nicht, fake it until you make it. Und das ist auch wieder so eine falsche Wahrnehmung, Misconception, was viele Leute dazu bringt,
genau hier nicht authentisch zu sein. Und jetzt komme ich zu dem dritten Schritt, der so, so wichtig ist für einen erfolgreichen Erfolg, weil es soll sich doch gut anfühlen, es soll sich doch wahrhaftig anfühlen, es soll sich doch nach dir anfühlen, es soll sich doch nach zu Hause anfühlen. All das, was du dir wünschst, soll sich ja nicht außerhalb von dir anfühlen, sondern es soll sich als integrativer Teil von dir anfühlen, es soll sich zu dir gehörig anfühlen. Und all deine Wünsche gehören zu dir, all deine Wünsche sind für dich gemacht. Nur bist du schon in dieser Mentalität, verkörperst du authentisch diese Mentalität. Und daran scheitern die allermeisten, weil sie genau hier nicht wissen, wie, ohne dass es fake ist, wie mache ich das, ohne dass es sich aufgesetzt anfühlt, wie mache ich das, dass sich das so gut und richtig für mich anfühlt, wie ist meine authentische, wahrhaftige Erfolgsmentalität. Und die ist nicht für jeden gleich. Und da ist wieder das nächste Problem. Manche versuchen sich was abzuschauen, manche versuchen sich Sachen anzueignen, Denkmuster, Denkstrukturen anzueignen, die sie gelernt oder vorgegeben bekommen haben, weil sie glauben, das ist das, was sie zum Erfolg führt. Das müssen sie glauben, das müssen sie denken. Aber da ist dieses Quäntchen deins. Du musst deine Erfolgsmentalität für dich generieren, kreieren und verinnerlichen. Du kannst dich inspirieren lassen, aber der wahrhaftig anstrengende Schritt ist, mach deins draus. Es muss deins sein. Und zwar in alle Perspektiven, Erfolg in alle Perspektiven, deine Erfolgsmentalität. Und diese drei Schritte sind so wichtig. Und ich sehe es immer wieder, weil diese drei Schritte nicht durchgezogen werden, eingehalten werden, verfolgt werden, integriert werden, scheitern die Menschen und gehen wieder zurück zum Anfang. Ich bin nicht erfolgreich. Weil diese drei Dinge nicht kein Konzept für diese drei Schritte besteht und keine Umsetzung für diese drei Schritte durchgezogen wird. Und genau aus diesem Grunde bin ich so begeistert für mein Black Friday Angebot. Und zwar langfristig durchziehen ist so ein wichtiger Schlüssel. Diese drei Schritte langfristig durchziehen. Und deswegen gibt es von mir jetzt für dich Black Friday 12 Monate Begleitung. 12 Monate, wo wir genau dahin schauen und wo du immer mehr und mehr dich verliebst in deine eigene Erfolgsmentalität, wo du alles aufräumst, alle Zweifel aufräumst. Darf ich das wollen? Steht mir das zu? Darf ich das so wollen? Darf ich es so haben? Ist es in Ordnung? Müsste ich es doch nicht anders haben? Müsste es doch nicht anders machen? Müsste es doch nicht anders sein? Dass du zu dem Punkt kommst, dass genau das, was du willst und wie du es erreichen willst, wie du es erleben willst, wie du es verkörpern willst, wie du es vorzeigen willst, wie du es präsentieren willst, wie du es hinterlassen willst, dass das deins ist. Authentisch, unverwechselbar, du, ungefiltert von irgendwelchen gesellschaftlichen Ansichten und du solltest doch und du müsstest doch und du solltest doch anders sein, du solltest doch anders reden und hier Marketing, Grundsätze etc. pp. So, dass du weißt, meine Erfolgsmentalität macht mich zu der Person, die genau das erlebt und kreiert und manifestiert, was sie haben möchte, was sie im Außen erleben möchte. Unabhängig, wie es für andere ist, nur für dich. Weil du bist die einzige handelbare Kraft in deinem Leben. Und dieses Programm, 12 Monate, Erfolgsmentalität, authentische Erfolgsmentalität, bringt dir auch natürlich Cashflow.
Cashflow, ja, wir wollen alle Cashflow, wir brauchen Cashflow. Cashflow steht uns zu, wir müssen unsere Rechnungen bezahlen, wir dürfen investieren, wir dürfen kreieren. Dazu ist einfach der energetische Name in unserer Gesellschaft Cashflow. Und du darfst Cashflow generieren, du darfst Cashflow manifestieren. Und das ist die logische Konsequenz deiner authentischen Erfolgsmentalität. Und die werden wir aus dir rausholen, die werden wir in dir aktivieren. Sie ist natürlich schon da, nur ist sie so zugemüllt und zugefiltert mit Ängsten, mit Schutz and Woods und Konditionierungen etc. pp. Und das alles aufzubrechen, das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen komm in dieses wunderbare Programm. Authentische Erfolgsmentalität führt dich zu Cashflow, wachsendem Cashflow, freudigem Cashflow, lustigem Cashflow, spielerischem Cashflow. Genau das wollen wir alle. Und Cashflow ist natürlich nicht nur das Einzige, was dabei rauskommt, aber es ist eine messbare Komponente, wo du ganz genau siehst, wow, das ist passiert. Cashflow is coming to me. Cashflow liebt mich. Aber du siehst auch, dass sich dann, wenn du deine authentische Erfolgsmentalität lebst, dass sich dann im Außen alles vor dir oder dir entsprechend zeigt. Alle Menschen, alle Begegnungen, alle Projekte, alle Unternehmungen, alle Beziehungen, sogar deine Liebesbeziehung, ein Cashflow an Liebe, Cashflow an Begeisterung, einfach ein Flow, ein Flow, ein Flow. Und darum geht es mir für dich. Und deswegen dieses wunderbare Angebot. Wir starten am 1. Januar. Wir starten mit einem Zoom-Call. Weiter geht's mit jedem Dienstag in der Telegram-Gruppe. Werde ich deine Fragen beantworten. Dann wirst du im Austausch sein mit allen anderen, die mitmachen, jeden Tag. Und ich werde dich wirklich immer wieder animieren, dass du dich zeigst, dass du dich austauschst, dass du deine Authentizität selber an dir spürst, dass du merkst, wie stark es dich macht, wenn du all diese Zurückhaltung loslässt. Und das ist ein Prozess. Ein Prozess, der unvergleichlich deiner ist. Ein Prozess, den du mit anderen gemeinsam durchmachen kannst und ein Prozess, den ich anleite, wo ich genau sehe, wo ich genau spüre, wo es für dich noch nicht authentisch ist, wo es für dich noch zu ängstlich ist, wirklich die zu sein, die du sein möchtest, die du schon immer warst, weil du so schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. All diese Dinge werden wir bearbeiten. Wir werden uns ein Jahr Zeit nehmen und wir werden kontinuierlich dran arbeiten. Und ich bin so begeistert von diesem Programm, weil es etwas ist, was ich noch nie in diesem Preissegment geschafft habe anzubieten, so dass es sich jeder, der committed ist, wirklich kaufen kann. Mit dem Black Friday Code Black is Beautiful bekommst du 25%. Das heißt, du hast 3 Monate tiefgehendes, transformierendes, heilendes, erfolgsstiftendes, liebesstiftendes, begeisterungsstiftendes Coaching für 4.500 Euro. Und das ist mein Herzensprojekt jetzt für all die, die sagen, wow, ein Jahr dabei sein, ein Jahr unterstützt, geführt werden, ein Jahr aufzuräumen in mir, ein Jahr, um tatsächlich in all meinen Lebensbereichen authentisch und angstfrei auftreten zu dürfen. Oh mein Gott, das will ich haben. Also, zögere nicht, warte nicht, bis Black Friday vorbei ist. Am 27.11. gelten diese 25% nicht mehr. Also spring jetzt in dein 2023 mit deiner erfolgreichen, authentischen,
Erfolgsmentalität und sei du, lieb dich dafür, dass du für dich gehst, lieb dich dafür, dass du dein Leben so führst und lebst, wie es dir entspricht und nicht irgendjemand anders, und feier dich für dieses großartige Angebot, das du jetzt annehmen darfst. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören. Der Link ist auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Du kannst direkt dort buchen. Gib einfach den Code Black is Beautiful ein und schon bist du dabei. Und das ist mein Herzensprojekt und ich werde dich führen, ich werde dich motivieren, ich werde dir die Dinge erklären. Du wirst plötzlich ganz klar erkennen, dass das Leben da draußen in deinen Händen ist und dass es aus dir heraus entsteht und dass du die einzige Kraft bist, die dein Leben kreiert und generiert und dass du es aus der allerhöchsten Perspektive heraus machen darfst, sollst, musst. Und erst dann wirst du irgendwann mal dieses Gefühl haben, wow, es ist alles in Ordnung, ich bin in Ordnung, mein Leben ist in Ordnung, ich darf einfach glücklich sein. Ich habe keine Ängste mehr. Ich wache nicht mehr irgendwie mit einem komischen Gefühl auf. Es sind keine Migränen oder sonstige Anfälle, die mich plötzlich ins Ausnocken, sondern ich kann ganz smooth in einer Weichheit, in einer Leichtigkeit diese Welle des Lebens surfen. Why not, wenn es possible ist? Also bis dann. Ciao.